Also wirklich okay. In wenigen Sekunden ist es bereit. Okay. In 10 Sekunden. So, alright, komm mal. Ich fange an. Ah, es ist schon passiert. Meine Aufnahme war gerade anders, aber ich hab's auf Aufnahme. Sehr gut. Leute, wir wollten extra die Aufnahme starten, wo man sieht, dass es sozusagen gerade gewechselt ist. Ich weiß nicht, ob es bei mir noch gesehen hat. Willkommen zurück zu Minecraft Sky auf jeden Fall. Hey, wir haben Minecraft Lava gemacht. Wir haben Lava gestellt. Super. Da wir ist sie. Soll ich noch mal ein paar Steine reinhauen? Nee, erstmal Lava rausholen. Warte, geht's überhaupt? Es geht nämlich noch nicht, ne? Die muss nämlich jetzt noch. Ja, 680 ist es, genau. Das steigt aber noch nach oben, aber es fast. Also es dauert vielleicht noch eine Minute. Dann dürfte die Lava da sozusagen durch sein. Und dann können wir die rausnehmen, dann können wir Cobblestone-Generator bauen. Wir können ihn aber jetzt schon mal bauen, Gomme. Den können wir schon mal bauen. Wollen wir den da oben drauf bauen? Ja, auf dem Baum sagen, ist gefährlich, cool. Auch mit der Lava. Sehr gefährlich. Oh, stimmt. Okay. Das müssen wir wirklich gut mit Stein einbauen. Das heißt, wir brauchen jetzt Steine und nochmal ein wenig Holz. Oder machen wir es hier unten? Ich glaube, für den Anfang ist hier unten vielleicht besser, aber ist auch gefährlich, ne, mit dem Holz hier oben. Ah, da passt schon. Guck, hier unten ist auch perfekt dafür. Wir brauchen mal kurz mal eine Fackel, dass ich was sehe allerdings. Hast du noch ein bisschen Holzkohle? Okay. Ich habe noch eine Fackel. Guck mal, setzen hier. Setzen wir hier in die Ecke rein. Zack, zack. So. Perfekt. Läuft. Dann können wir das nämlich hier mal kurz bauen. Wir brauchen halt Steine, ne? Wir brauchen echt eigentlich... mal ein bisschen Stein. Wenn du noch übrigens irgendwelche Setzlinge hast, baller die alle mal rein hier ins Oak Barrel. Meinst du echt, oder wollen wir damit irgendwas? Also zum Beispiel, ich habe ja diese Kartoffelseeds. Nee, ich meine nur Saplings. Ich meine nur, dass wir Erde bekommen. Ohne, dass wir die ganze Erde hier halt abbauen müssen. Und der ist schon fertig, oder? Das dauert einfach. Das instant? Ich dachte, das braucht mal ein bisschen kompostieren. Das braucht ein bisschen, ja. Nee, Komposte, 20% steht da. Warte, dann baue ich nochmal einen neuen, oder? Noch ein neues Fass. Ja, mach das. Genau. Ah, da fehlt mir ein Holz für. Hast du noch Holz? Weil wir brauchen unbedingt Holz für Leiter, damit wir auf den Baum. Nein! Oh Gott, Junge, ich komm nicht für euch jetzt. Ich mach das Wasser weg, Nein, nicht, als ich wäre runtergefallen, ist es weggemacht. Ich weiß, deswegen. So, ich wollte eigentlich nur hier Erde sozusagen hier durch den Sieb hier mal kurz durchhauen. Endlich, King Yongedina besiegt. Endlich ist er weg. Als ob, komme, du Assi. Ich wollte einfach nur möglichst viel durch den Sieb hier durchhauen. Ah, hier ist ja noch ganz viel Holz. Dass wir, weil wenn man das hier durchhaut, Leute, bekommt man eben zum Teil auch Stein. Und das brauchen wir ja, weil ich habe jetzt 13 Stein bekommen. Aber sonst nichts, ne? Nee. Man kann ja auch teilweise bekommt ja auch andere Sachen. Wobei, vielleicht muss man Stein durchhauen. Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist Gravel, glaube ich. Gravel muss man, glaube ich, durchhauen, dann bekommt man gute Sachen. Ich habe gerade irgendwas Falsches gebaut. Kannst du mal gucken, du bist der Experte. Ich habe gerade was ganz Falsches gebaut. Das ist auch... Guck mal, ich wollte sowas für einen Kompass bauen, aber ich habe jetzt sowas Großes. Ist das ein Kessel für Wasser oder was macht man hier? Das ist ein Water Tank von einem anderen Mod leider, ja. Du musst Oak Barrel bauen. Also wie macht Barrel. Man es ist ganz, ich glaube Metall Half Slab, aber guck einfach nach Barrel. B-A-R-R-I-L. Ich kann auch nachgucken für dich, aber eigentlich ist es relativ einfach. Also seht schon, die beiden Profis hier, Gombo und Dena am Start. Für alle, die sich wundern, wo Simon übrigens noch ist, nächste Folge hoffen wir mal. Wir sind wieder vereint. Ja, denke ich. Aber wir wollten aber unbedingt das mit der Lava machen, Leute, weil wir haben einfach auch mega Bock hier gerade an dem Projekt und können es gar nicht abwarten, weiterzumachen. Du musst unten in der Mitte einen Slab machen und dann... Ich hab das schon gebaut, steht hinter dir. Perfekt. Mehrere am besten. Geht voran. Richtig viele. Nee, dafür haben wir nicht genug Holz. Ich würde sagen, wir bauen uns erstmal da oben rauf. Nochmal einen neuen Baum pflanzt, oder? Können wir auch mal. Ich würde nur erstmal den Cobblestone-Generator kurz mal bauen, damit wir endlich mal ein bisschen Baumaterial haben auch. Ja, stimmt auch wieder. Und Cobblestone brauchen wir ja auch für verschiedenste Sachen, weil man da eben Sachen rausbekommen kann. Dann kommen wir nochmal... Ich möchte auch gar nicht diesen... Blöcke. Hast du eine Ahnung, Gomme, wie wir das jetzt hier machen am besten mit dem Generator? Ja, ich habe schon einen Plan. So wenig. Also für einen ganz einfachen... Oh, jetzt warst du ein bisschen kurz, da hast du ein bisschen gelaggt. Ja. Aber, für den ganz einfachen habe ich einen Plan. Ich gebe dir dann mal die Lava schon mal. Nee, bau dann schon mal. Ja, ich brauch den Wasserheimer gleich und Lava. Die Lava ist fertig. Warte, ich probiere rauszunehmen, weil hier steht über 1000 MB. Warte, 1, 2, 3 und... Ja, ich habe Lava! Nice! Pass auf, Gomme, Vorsicht, neben dir. Dann oh, heiß! Nein, chill! Ey, du Assi! Jetzt bist du hier der Assi! Aber nice, Leute, wir haben Lava am Start. Soll ich schon mal hier unten reintun? Nee. Einfach noch abwarten. Ganz kurz einen Moment, ich muss kurz planen. Nicht, dass hier was schief geht, weil wenn es schief geht, dann haben wir gleich Obsidian. Das ist wäre doof. Oh, das ist ja wirklich doof. Aber ich meine, wir können auch noch einen nach unten gehen. Hier, dann lass mal kurz so, weil guck mal, muss doch gar nicht. Lass doch. Hä? Nee, ich möchte einfach den Raum möglichst gut ausnutzen hier unten. Aber wir wollen doch die Wand behalten, deswegen. Guck mal, wenn wir einfach einen hier nach unten, da nach unten, hier nach unten. Und den hier noch weg und wer da unten ist kein Loch. Oh! Okay, aber warte, das kann ja einen tun. So? Zack. Nee, wollte ich auch nicht. Wir haben nur gleichzeitig einen Block daneben gesetzt.
Ja, genau. So, und jetzt kommt hier der Lava-Bucket hin. So. Und fließt der ja sozusagen oder fließt der noch ein zu weit? Wasser, ich würde Lava, warte mal, nehmen wir den Lava nochmal weg. Mach nochmal weg da. Ja. Hopp, hab. Mach den da oben an den Block ran, an den oberen Cobblestone, nicht da unten rein. Weil das Wasser da nicht hochfließt. Falls das jetzt nicht. Ein guter Punkt. Ja, und jetzt können wir eigentlich schon Wasser ran tun, oder? Kann eigentlich nichts passieren. Hier an die Seite, genau. Wenn das Wasser, wenn er da oben ist, so. Ja, wir haben das jetzt nur, warte mal. Genau, hol du mal am besten Wasser. Ich meine, das Wasser darf nur auch nicht kaputt gehen, ne? Das ist auch noch so ein Ding. Dann müssen wir das Wasser auch nochmal hier irgendwo halt hochsetzen. Ah, wir haben noch keine unendliche Quelle, oder? Doch, doch. Ja, dann können wir das ja ruhig machen. Ach so, stimmt. Das macht nichts. Bam. So, jetzt kann man sich, warte mal. Ah, oh Gott, nein. Oh Gott, ich dachte es noch. Ist gefährlich, aber na, es klappt noch nicht so gut. Also es ist noch ein sehr, warte mal. Da würde ich nochmal einen Block hinsetzen. Aber ist ein erstes kleines Teil, würde ich mal sagen, oder? Doppelte Chance, dass wir ihn bekommen. Mal meiner. Aua, ich habe nur noch 5 Herzen. Kann man die Würmer essen eigentlich? Nee. Ah, da ist er schon wieder, der Dschungelfreund Dena. Möchte die guten Proteinwürmer essen. Ich pflanze mal einen neuen Baum, da hast du nämlich auch recht. Das müssen wir auch dringend machen. Ja, wir haben nur keine Setzlinge. Doch, ich habe viele Setzlinge. Was? Dann mach das mal. Warte, ich möchte mit twerken. Twerken. Die Frage ist nur, wo? Wollen wir ganz oben einen Baum setzen? Da kommst du noch nicht rauf. Wieso nicht? Der probier mal, zeig mal. Also, kannst du nicht mir immer so sagen, nö, das kannst du nicht machen, wenn ich es doch machen möchte. Warte. Da fehlen halt noch Leitern. Wir kommen da noch nicht hoch. Aber wenn ich was möchte, vielleicht hier? Guck. Das war schon. Wow! Tarzan! Tralala! Ja, und jetzt ist halt. Ich beobachte dich gespannt. Warte. Hier sehen Sie eine besondere Art der Würmer im Baum sitzen. Haha, da bin ich! Den da ganz. Hey, sind doch Leitern! Ja, die sind von mir, aber die reichen noch nicht. Guck mal, ich komme von hier nicht an die Leiter ran. Ich kann von diesen Setzling nicht da ran. Ja, ich bin jetzt oben, mir ist egal, was. Ich habe leider kein Holz mehr zu geben. Hast du noch. Achso, du brauchst Holz sozusagen, aber das ist los. Ja, ich bin auch einfach mit Steinen rauf. Okay. Ich habe auf jeden Fall hier noch einen Dirt. Da kann man nämlich direkt dann nochmal hier einen Sapling drauf plätzen. Dann kann man nochmal hier twerken. Twerk, twerk, twerk. Ah, warte, der muss hochgehen, glaube ich. Warte, ich bin da. Nicht, dass ich einen Schaden bekomme. Twerk, 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 twerk. Da. Sehr schön. Da haben wir uns den Baum getwerkt. All the way up. Und den können wir eigentlich erstmal einfach abbauen, oder? Ja, ich habe sogar eine kleine Axt dabei. Ja, gut. Und nur ein halbes Herz, wenn ich jetzt sterbe. Warte, nicht jetzt twerken. Ja. Ich sterbe nämlich sofort und dann fliegen alle meine Items in alle Richtungen. Oh Gott, das wollen wir nicht. Das wollen wir nun wirklich nicht. Das wäre eine Verschwendung. Nochmal vorsichtig, jetzt bitte. Aber. Sehr gut. Geht auch schnell weg? Nee, ne? Ich dachte, es geht so zack, 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 zack weg. Aber das ist gar nicht der Fall. Ich wollte uns hier so ein schönes kleines Baumhäuschen auch bauen, ehrlich gesagt, aber. Das kommt auf jeden Fall noch. Bringt das was? Achso, wir haben noch die Crooks, weißt du, damit müssen wir abbauen. Ja, ich hatte gerade nur Angst, dass du direkt den nächsten Baum mehr, da setzt. Wir haben mehr Saplings hier. Ja. Brauchen wir denn gerade viel Holz oder eh nicht so? Eher nicht so, oder? Truck. Ich habe immer so Angst davor, dass ich Schaden bekomme dadurch. Ah, Quatsch. Bloß nicht mich schlagen, ich bin so verwundbar gerade. Ich bin so schwach. Hast du eigentlich eine Axt am Stitzel? Ja, habe ich, eine Holzaxt. Was passiert, wenn ich das raushole? Oder bekomme ich sowas anderes raus? Guck mal, ich kann das mit einem Hammer rausholen. Ja, du bekommst Wood-Chippings. Wood-Chippings, was kann man damit machen, Leute? Papier kann man machen, nice. Das ach stimmt, man kann eine Taste drücken, um zu schauen, was man damit machen kann, ne? Sponge kann man machen, aber man braucht Sponge dafür. Man kann. Welchen Knopf hast du gedrückt? Du hast das gerade eingegeben. Dann gibt's viel. Hast du das gerade bei Too Many Items eingegeben? Nein, U. Oder? Du musst U da drauf drücken. Also, es ist eine Funktion von Too Many Items, glaube ich. Aber mir war nicht mehr klar, welcher. Leute, wer ist bereit? Truck. Wow, da ist der Baum. Ich gehe wieder runter, okay? Dann hole ich nochmal Kobbel ein wenig. Du kannst eine Leiter mal machen, ne? Stimmt. Eine Leiter kannst du da mal, Jens. Eine Leiter. Ich kann mein Werk vollenden. Mal. Richtig. Aber kannst zack, du mal einen Start ranholen. Nice, so. Nice. Wir haben jetzt Cobblestone-Generator, wir haben ja Holz am Start. Wir können uns bald schon, würde ich mal sagen, Energie und so weiter widmen, Leute. Es gibt ja Immersive Engineering hier drin.
Also ich muss mal kurz gucken, wie man das schreibt. Ich glaube, add und dann immersive. Dann sieht man alles davon. Und da brauchen wir als allererstes, also es hat sozusagen auch, kann man große Generatoren machen, so ein Windrad und jetzt Energie speichern und was weiß ich nicht alles. Und halt eben alles auch benutzen. Da müssen wir uns bald mal drauf irgendwie gucken. So ein Thermoelektrik-Generator braucht auf jeden Fall Steel, Constant Plates. Also allein Steel ist natürlich aber auch teuer. Also ich glaube, wir müssen uns als erstes mal gucken, wie wir Erze bekommen. Und ich glaube, der beste Weg... magst du auch mal die Treppen machen, dass man hier oben einen Hund hinkriegt? Ich bin fast fertig. Ah, sehr gut, sorry. Moment. Ich bin gerade auch dabei. So, zack. Deswegen, Leute, baue ich hier gerade mal den Gravel ab, weil ich glaube, wenn man den Gravel durchjagt durch den Sieve, dann müsste man. Ja, da bekommt man nämlich schon. Ja, genau. Manchmal bekommt man da Eisen, glaube ich, sogar raus, oder? War das nicht? Das ja, war, glaube ich, bei Gravel. Ich habe schon so. Eisen-Gravel habe ich schon. Das ist auf jeden Fall eine spannende Idee, weil das wäre auch so mein Vorschlag jetzt gewesen. Entweder nochmal Dirt da durchschicken oder halt was anderes. Ja, ich habe Broken Iron Ore. Ich glaube, man braucht mehr Broken Geil, Iron Ore und dann kann man so ein Iron Gravel Ore draus machen. Das habe ich auch schon in der ersten Folge, glaube ich, habe ich den hier gemacht. Und die Frage ist, wie man den abbaut. Ich mit einem Hammer, oder? Nee, ich glaube mit einem, oder? Kann es sein mit einem Hammer? Ich probiere mal. Einfach mal probieren? Ja, es geht schnell. Warte mal gucken. Jawohl! Wie viel hast du bekommen? Was? 4 Crushed Iron Ore, die musst du zusammen. Oh, sehr gut, sehr, sehr gut. Die kannst du zusammen tun. Die kann ich zusammen tun zu einem Iron Ore Sand. Ja. Hä? Okay, das ist, glaube ich, falsch. Oh. Irgendwo ist da Eisen drin, Leute. Irgendwo ist hier Eisen drin. Eisensand habe ich jetzt. Ich schwöre, irgendwo ist Eisen drin. Warte. Ich mach mal mit der Hammer wieder. Hau mal auf, hau mal. Und? Und dann habe ich bestimmt Dust wieder. Powdered Iron Ore. Pack das mal zusammen. Hast du dann wieder den gleichen Block? Nee, oder das kann man das nicht schon. Schmelzen, ne? Ja, probier mal aus, hier ist der Ofen. Gib alles. Nee. Wir brauchen Holzstämme. Pack mal Holzstämme da rein. 4? Nee, dann ist wieder nur Iron Ore Dust. Was? Drück mal U dabei. Nee, da kann man nur Dust draus machen, das kann man nicht schmelzen. Na, schade. Aber warte, aus dem Dust kann man. Den Dust kann man schmelzen, wie Dummköpfe. Also den letzten, den ich abgebaut habe. Diesen Dust, der so komisch aussieht, den kann man einfach hier schmelzen. Hier, ich tu was rein und. Uiuiui, ich bin echt gespannt. Haben wir gleich unser erstes Eisen? Also wir hatten ja schon Eisen in der Kiste. Aus dem Nichts! Aber das erste aus dem Nichts. Und? Yes! Ja! Nice! Cool. Also Leute, wir haben eine Cobblestone-Produktion, wir haben eine Eisenproduktion, wir haben da Holz oben und endlich. Wir brauchen noch Essen, aber Essen haben wir auch schon ein bisschen. Melonen habe ich auch schon. Melonen. Es gibt einfach Karotten. Einen Pinsel. Und wir haben ja Bone Meal. Lass uns mal eine Mini-Farm hier irgendwo schon mal anlegen. Ja, wir haben ganz viel Bohnenmehl. Ich habe auch noch ordentlich was. Hast du noch, ja, wir haben, hast du noch Erdblöcke? Ich habe gar keine Erde mehr. Wir können aus dem Kompost hier mal welche rausholen. Ja, da können... Warte mal. Oh, oh, oh. Ich packe hier mal wieder ein paar Seeds rein. So. Sapling nicht alle. Drin. Genau. Nicht alle. So, na, habe ich jetzt doch. Ich habe jetzt doch alle reingepackt. Nicht alle. Ich habe jetzt doch... Es läuft. Ja. Ach, es dauert auch ein bisschen. Ich packe nee, auch es mal ist für Simon hier. Es ist nicht so gut, wenn wir so viele Saplings rein tun, weil so viele haben wir doch auch irgendwie gar nicht, fällt mir dabei auf. Weil es braucht halt immer ultra viele, ne? Das ist ein bisschen. Oder wollen wir nochmal nach oben auf den Baum rauf? Um nochmal weiterzumachen, können wir. Ja. Aber ich meine, hier das ist ja ein bisschen Erde ist hier am Start, ne? Wir sollten nur aufpassen, wenn wir nicht die ganze Erde abbauen, allein damit wir Gras behalten, wenn wir irgendwie wieder Gras haben wollen mal. Allein dafür ist ja wichtig. Aber hier, guck mal, das reicht ja eigentlich schon. Dann kann man sich schon mal so eine kleine eine Home machen. Können wir aber aus Stein oder so, manchmal eine. So, Stein hier. Habe ich einen Steinhub? Perfekt. Ich hole gerade noch mal ein paar Steine. Ich mach's einfach neben der Wasserquelle auch. Ja. Dann, wir haben sogar Moosstein, Alter. Wir sind so rich hier. Das ist der Wahnsinn. So. Und das können wir jetzt ja eigentlich beides hier schon mal so machen. Also gerade alles sehr improvisiert her. Aber ich meine, ich könnte jetzt hier schon mal... einmal Melone und einmal Karotte vielleicht pflanzen zum Beispiel, ja. Oh, das wäre schon heftig. Also Karotte hier. Weil Nahrung, die ganze Zeit Melone kann ich hier. Nicht rennen, kann gar nichts machen wegen der Nahrung. Ich habe auch Hunger gleich. Und ich kam die ganze Zeit nicht auf die Idee, mal irgendwie mit dem Feld anzufangen, obwohl das doch eigentlich das Sinnvollste so für einen Start ist. Das ist richtig. Oh Gott, was ist los? Ich bin einen Block runtergefallen. Aber alles gut. Aber du hast doch trotzdem, hast du jetzt wieder Hunger oder wie ist das? Ja genau, ich habe halt nur noch, jetzt habe ich gerade 3 Hungerkeulen. Was halt gar nichts ist. Ich kann nicht mal sprinten. Also. Oh, da sind Melonen. Ich hol noch mal ein paar Melonen. Lecker Melonen. Hallo. So, die darf ich, glaube ich, nicht. Bauen. Das Oak Barrel, ich möchte es halt nicht kaputt machen, Leute. Ich weiß nicht. Oh, ah, sehr gut.
Oh, ich kann wieder sprinten. So. Ein schönes Gefühl ist das, ein sehr schönes. Ich komme sofort wieder zurück. Das hier, oh Gott, ist unsere Melone, ja. Die kann nämlich hier oh. hingehen. Es ist wieder Nacht und dadurch ach, sind wir viele Monster unterwegs. Du kriegst mich nicht, Spinne, du kriegst mich nicht. Wir haben Karotten! Ich hab Karotten gemacht! Ich hab Karotten gemacht! Ich hab Karotten gemacht! Heftig! Und hallo Creeper! Oh Gott, ich hab jetzt darüber auszusehen. Mal gucken, wie ich die Karotten jetzt hier sozusagen hier rausbekomme. Rechtsklick, ja anscheinend nicht. Ah, linksklick. Heftig! Karotten! Ja! Nice! Oh, krass. Direkt mehr machen, direkt mehr machen. Ja, auch zwei Melonen. Wieso habe ich zwei Melonen schon? Habe ich die, wow, da habe ich die gefunden, ich weiß nicht. Okay, direkt mehr machen. Aber ich habe nur eine Karotte, warum? Hä, hey, du hattest gerade locker mehr bekommen. Ich habe aber auch einen Karotten-Seed bekommen. Das ist halt Agri-Craft, deswegen ist vielleicht ein anderer Mod. Aber ich probiere mal was anderes. Aber was hast du hier gepflanzt in der Ecke? Ich habe noch Potato, das ist eine Melone. Okay. Ich habe noch hier, das ist jetzt hier was anderes. Ich brauche mehr, das sind Potatoes. Haben wir noch Knochenmehl? Das sind auch Minecraft-Potatoes. Ja, wir brauchen Knochenmehl. Also ich meine, im Zweifel müssen wir einfach das hier durchjagen. Also können wir es ja auch. Wir haben noch Knochenmehl. Nice. Knochenmehl kommt. Warte mal. Nice, zack, nice. Und es wächst. Was haben wir? Kartoffeln sind das, oder? Ja. Ja, nice, Kartoffeln. Es sind auch viele Kartoffeln. Ich habe 4 Stück bekommen. Wie viel hast du? Ich habe keine bekommen. Dann mach nochmal weiter. So, und? Ich habe noch 8 Knochenmehl, vielleicht nochmal Karotten. Nee, einfach lass erstmal nur auf Kartoffeln gehen. Erstmal auf eine sozusagen hier konzentrieren. Kannst nochmal? Ja. Oh ja, das ist echt schön. Die packen wir gleich in den Ofen und dann haben wir ja, richtig. Dann haben wir endlich jetzt habe ich kein Knochenmehl mehr. Das soll. Jawoll. So, das ist nochmal gepflanzt hier. Dann ballern wir das alles mal in den Ofen rein. 9 Stück im zusammen mit ein bisschen Holz. So. Hast du Holz? Ja, ich ballern ein bisschen was hier rein mal. Brennt bei dir, läuft. Ja, der brennt immer gut bei so, mir. So, dann haben wir auch wieder heute einiges hier geschafft. Also wir wissen auf jeden Fall, wie es weitergeht. Komm, möchtest du dir eine Kartoffel mitteilen? Oh ja, gerne. Dann habe ich nämlich, das ist mal ein schönes Ende hier gerade für diese Folge. Voll, also ohne Hunger, eine wäre noch schön, eine Kartoffel. Dann habe ich wieder alle Hungerkeulen voll, dann bin ich gesättigt und gestärkt, um weiterzumachen hier. Yum. Schmeckt oder schmeckt? Lecker Kartoffeln. Also wir haben jetzt echt die Grundversorgung hier praktisch geschafft, würde ich mal sagen. Genau. Wenn wir das nächste Mal vielleicht auch wieder mit Simon dann aufnehmen, dann sind wir hier gut am Start auf jeden Fall und können uns mal die nächsten Techniksachen uns darum kümmern. Und jetzt bei der dritten Folge können wir auch wieder auf eure Kommentare eingehen. Deswegen bin ich mal gespannt, was ihr geschrieben habt. Was wir sozusagen... nicht in die Lava ich geh auf den Baum rauf. Das übrigens ist so kann man hier nochmal Cobblestone rein tun, kommt nämlich noch weiter Lava, Leute, bis zum nächsten Mal. So, jetzt soll es reichen, dass noch einmal genau Lava reinkommt. Ich baller einfach voll, so. Baller macht den Gomme. So. Dann gibt es nämlich hier noch mehr Lava, falls wir es nochmal brauchen. Cobblestone-Generator, alles mögliche am Start. Also ich glaube, wir kommen gut voran und mir macht das Spaß hier, so richtig schön alles nach und nach hier eben zu bekommen und euch bei allen mit dabei zu haben, euch bei allen mitzunehmen und hier mit Gomme gemeinsam unsere Insel aufzubauen und ab nächster Folge morgen um 12 Uhr dann auch wahrscheinlich wieder mit Simon. Also, vielen Dank euch allen fürs Zuschauen. Genau. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt mal den Daumen nach oben. Und bis morgen zur dritten Folge. Dann ist ja schon die vierte Folge von Minecraft stimmt, Sky. Leute, es geht hier gut voran. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, Gomme, fürs dabei sein. Und bis morgen um 12 Uhr. Mach's gut. Bis morgen. Ciao. So, Leute, bevor ihr jetzt schon wegschaltet, hier bin ich nochmal kurz. Denn ich habe ein bisschen hier rumgespielt noch am Setup und ich möchte euch was hier in Minecraft Sky in der Welt noch zeigen. Deswegen, wir gehen da gleich rein. Es gibt noch ein großes Problem, wenn wir gleich in die Welt reingehen. Aber kurz zum Technischen. Ich habe noch ein bisschen rumgespielt. Ich hoffe, der Ton und so weiter ist jetzt besser von Lautstärke und so weiter. Die Kamera hat jetzt auch 60 FPS, richtig? Seht ihr das hier? Wie flüssig das ist, wenn die Hand hier hin und her geht? Das habt ihr nirgendwo sonst, Leute. Oder fast nirgendwo sonst. Aber ich dachte, das ist hier mal ein geiler Qualitätssprung, Leute. Auch wenn ich das mal ein bisschen größer mache, ja? Einfach, dass ihr seht hier Qualität und so weiter. Das ist, glaube ich, alles ganz geil. Da freue ich mich hier drauf im UFO, dass ihr die Möglichkeit habt, das irgendwie mir nochmal richtig geil fett einzurichten. Und jetzt gehen wir in die Welt und ihr müsst mir jetzt richtig fett die Daumen drücken. Also ihr müsst eigentlich den Kollektiv wollte ich schon sagen, ja. Ihr müsst die ganzen Dschungelboys, wir haben immer noch keinen Namen, müsst ihr uns jetzt die Daumen drücken, weil sonst ist unsere Insel gleich weg. Hier waren richtig viele Creeper. Invalid Session. Alles klar. Ganz kurz hier Minecraft neu gestartet und jetzt sollten wir hier aber eigentlich reinkommen. Oh, 2 Leute mittlerweile auf dem Server. Und ganz viele Creeper eben, wie gesagt. Also Vorsicht. Oh Gott. Komm schon, jetzt geh in den Spiel rein, Mann. Es hängt. Minecraft ist abgestürzt. Nein, es ist da. Oh Gott. Slain by Spider. Seriously? Ich log mich ein und diese Scheiße passiert. Das kann nicht wahr sein. Mann. Oh Gott, da sind die Creeper. Nein! Nein, nicht du Creeper! Nicht in unserer Insel! Alter! Ich werde hier noch mal sterben!
Fuck you, Creeper! Es kann nicht wahr sein! Als ob! Als ob! Und jetzt nochmal! Alles ist voll hier! Meine Fresse! Ich wollte euch kurz was hier auf der Insel zeigen! Mann! Das ist auch kaputt! Mann! Das ist ja das Dümmste! Das. Der Dümmste. Ich wollte wirklich euch kurz was zeigen, dass man nicht. Alter, wie viel Schaden macht der denn? Meine Fresse. Alter, das hört nicht auf! Okay. Das hier, was ich euch zeigen wollte, ist dann nämlich, das hier hat Simon gebaut, Leute. Ich wollte eigentlich sagen, geil, Simon, hast du cool gemacht. Aber Alter, er hat einfach nicht drauf geachtet, dass hier kein, dass er Licht hin muss. Junge, wir haben eine Monsterfarm gebaut. Das wollte Simon nicht, aber er hat einfach eine Monsterfarm gebaut. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen dunkel, Leute. Deswegen dreht er den mal kurz einmal einen ganz leichten, einen Ticken hier höher. Es ist ja der Wahnsinn, ja? Wir sind, Alter. Wir können nicht mehr spielen. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Die Jungs, kannst du vergessen. Jungs, kommt alle mal hierher, ja? Kommt einfach alle hierher. Au, 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 au. Oh, oh, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, hört ihr mich? Oh Gott! Pff. Hilfe! Vielleicht hören die mich, Leute. Wir haben ja diesen den Chat da unten, falls ihr den kennt. Aber ich weiß nicht, ob die mich hören oder so. Aber falls ihr mich hört, dann antwortet. Au, ich bin da! Ah! Mann, okay, warte, ich muss den kurz mal runterhauen hier. Warte, ich muss den mal kurz hier irgendwie mal säubern. Das muss doch möglich sein. Alter, ich meine allein meine Sachen, genau. Oh shit, oh shit, oh shit, ich brauche meine Sachen wieder. Holy moly! Okay. Oh, kann mal Tag werden? Ich habe mein Shade optimiert übrigens, dass es bei Nacht gut aussieht, Leute. Ist das bei Nacht so in Ordnung oder ist das nicht so? Wie findet ihr das? Ich finde es ganz geil, weil ich so trotzdem mit Shade spielen kann, auch wenn Nacht ist und so weiter. Aber es halt, ja. Und der Server liegt leider ein bisschen nicht Minecraft, der Server. Ja, immer noch 60 FPS hier, ja. Alter. Ah! Und Alter, es hört ja nicht auf. Es hört ja nicht auf. Oh Gott, weg, 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 weg. Nicht explodieren, bitte. Oh fuck, ich will sterben. Nicht! Ich will nicht sterben, wo Sachen wegfliegen können. Fuck. Hilfe? Ja, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Ich will meine Sachen in die Lava gehen. Bitte nicht, komm nicht zu mir, Zombie. Komm nicht und nicht den Creeper, nicht den Creeper! Gute Fresse! Ich raste aus! Ich hab ein paar Sachen von dir gesaved. Oh, danke, Klim. Jetzt spawn ich nicht mal mehr da neu. Oh, Mann. Ich hab alles gegeben und bin einfach gestorben. 20 Mal. Tür zu hier. Oh, Leute, der Klim ist da vorne. Ich glaube, ich kann mich gerade wieder nicht hören. Ich wollte euch wirklich nur so ein kurzes Ende hier geben für die Folge und euch kurz zeigen, dass ihr auf dem neuesten Stand seid eben, bevor der morgen die nächste Folge hoffentlich wieder mit Simon kommt. Versuche ihn zu erreichen, er ist sehr schwer zu erreichen, muss man sagen. Aber falls es geht, werden Gomme und ich auch wieder mit ihm zusammen aufnehmen. Wir warten gerade im Endeffekt auf ihn für die nächste Folge, deswegen dachte ich mir nur, nicht mal kurz das hier auf, wenn wir schon dabei sind. Ach, Klim. Hast du was von mir gerettet? Ja, hab ich. Kannst du mir so alles hier irgendwo hin... Hatten wir nicht eine Kiste? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber nicht, was alles von dir ist. Warte, ich geb dir einfach mal alles. Ja, möglichst was wäre gut. Ein Bett ist sogar noch dabei. Oh, nice. Dann kann man hier wieder... Ich kann das Bett nicht platzieren irgendwie. Ah, jetzt. Es lag gerade ein bisschen auf dem Server. Kann das sein? Ich hab das Gefühl, es lag ein bisschen. Ich hab auch da mal ein bisschen vom Holz weggemacht, damit die Zombies dann nicht mehr rüberkommen, ne? Ja, danke. Ach so, das wäre so einfach gewesen. Ja, Simon hat uns einfach eine Monsterfalle hingezimmert. Das wollte er. Siehst du, es ist eine Monsterfalle. Es ist der Shit, Alter. Er hat wirklich eine komplette Monsterfalle hingemacht. Es ist ja nicht wahr, aber eigentlich. Die Monsterfalle nicht direkt mit dem Haus kombinieren. Ja. Okay, die ganze Insel ist jetzt eine Monsterfalle. Ich wollte eigentlich gerade kurz drauf und sagen: Oh ja, so funktioniert. Oh, Scheiße. Nein. ja, gut. Bitte weggehen. Ey, nein! Klein, du! Als ob er das gemacht hat. Er hat mich runtergeworfen. Mit allen Sachen. Ich raste aus. Ich kann dir die Sachen... Klim! Was war das? Du hast mich runtergeworfen. Tut mir leid. Du hast mich einfach runtergeworfen. Du
bist vor mein Schwert gelaufen. Was? Ich hab sehe keinen Sinn mehr im Leben. Ich sehe keinen Sinn mehr im Leben. Das ist nicht wahr. Als ob. Ich hab nichts mehr. Ich hab auch keine Kiste oder so mit Sachen. Das war alles, was ich hatte, war in meinem Inventar. Oh Gott. Du kannst dir was von uns geben, wenn du möchtest. Ja, sehr gerne. Oder, ja. Erstmal mache ich die Lava hier weg. Weil zumindest halt die Sachen, sag ich mal, die ich hatte. Aber eigentlich war mein Ziel, alles hier immer allein und selbst zu schaffen. Aber wenn ich von Klim auch noch getötet werde, dann ist das irgendwie, geht das so ein bisschen, kann man das nicht mehr ganz schaffen. Ich wollte eigentlich nur ganz simpel zeigen, Leute, Simon hat hier so eine geile Farm gemacht, wo wir eigentlich nur so längs laufen müssen und dann wachsen die Bäume halt immer. Also man, weil wenn man twerkt, also wenn man so twerkt oder auch wenn man läuft, also wenn man sozusagen tanzt im Endeffekt, wachsen die Bäume. Und hier ist so eine Rennbahn, das heißt, man kann hier einfach so durchrennen, lalala, und dann werden die Bäume sozusagen hier wachsen dann automatisch. Das ist eigentlich ganz geil. Und dann wollte ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Ist auch unser Crafting-Table auch noch kaputt gegangen, oder was? Ist auch unser Crafting-Table kaputt gegangen? Sturmwaffe ist auch raus. Da steht einer. Wo? Den Craft. Ich glaube, ich habe meinen Shader zu high hell eingestellt, muss ich allerdings sagen. Müssen wir mal einen Ticken besonders runterstellen, Leute. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt möchte ich eigentlich nur ganz kurz hier einmal eine Krug nochmal machen. Ich glaube, es war nur hier mit. Ich möchte die hier machen und dann brauche ich die Krug. Ah, okay. Okay. So, haben wir 8 Krugs und daraus können wir dann schon 2 Compressed Krugs machen. Und das mache ich hier nochmal schnell, weil damit kann man halt noch viel schneller die ganzen Leaves abbauen. Und es hat 2 Effekte. Also zum einen ist das ganz geil. Ihr seht mal gleich, das ist schon ganz geil hier. Zack, einfach ballert man hier komplett alles durch. Und zum einen kann man eben, wenn man grüne Leaves hat, kann man die grünen Leaves logisch... Oh, fuck, Creeper. Oh Gott, Creeper. Oh Gott, überall Creeper. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Also das mit dem Creeper müssen wir jetzt nochmal lösen vorher, würde ich mal sagen. Aber ihr habt gesehen, es geht ziemlich schnell hier durch. Und da ich... What? Wow, wie hat er das gemacht? Hast du es gesehen? Ja, mich. Alter, richtiger Ninja. Holy shit, wie der so den Weg gefunden. Oh Gott, pass auf, er hat einen Plan. Er hat einen Plan. Er ist nicht blöd. Ne? Oh, der Plan, der war ein bisschen dumm. Das waren so 2 Brüder und der eine war so ein bisschen intelligenter und der andere, der war halt nicht so intelligent. Aber, ja. Ihr seht, wir bekommen so richtig viel Strings und das brauchen wir auch, um noch mehr Siebe zu machen, die verbesserten Siebe und so weiter und so fort. Und wenn wir normale Bäume hier pflanzen, also wenn wir die nicht infizieren, dann können wir eben Leaf super schnell abbauen und können das super schnell alles kompostieren und so weiter. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Plan für die nächste Folge. Ich wollte euch aber auch fragen, soll ich sowas mal ein bisschen mehr offscreen machen? Im Moment mache ich eigentlich alles onscreen, damit ihr sozusagen auch alles mitbekommt. Hier zeige ich jetzt mal kurz hier an Leafs. Ja, die kann man einfach zack, zack, zack abbauen. Ah ne, da bekommt man natürlich nur das raus, aber genau, das wollte ich auch sagen, man kann eine Schere machen. Und zwar eine Schere nicht nur aus Eisen, das ist schon ein bisschen teuer, sondern man kann auch Holzscheren zum Beispiel machen. Warum einfach nur 2 Cobblestone nebeneinander? Hätte ich jetzt halt noch was, weißt du, dann könnte ich das machen, aber es ist ja bei mir, ja bei nichts mehr. Krug, da ist ein Stone. Da komm gleich einfach vorbei, wenn du fertig bist, okay? Ja, ich krieg's aber auch sonst selbst hin. Danke, aber ich, wenn du mir zumindest die Werkzeuge, die kaputt gegangen sind, wieder gibst, das wäre super. So. Das hast du verloren, dann bring ich's vorbei. Muss ich gleich mal. Ich guck gleich mal in der Aufnahme nach und dann sag ich dir einfach genau. Ich mach jetzt hier noch das letzte bisschen. Also kurz hier mit der Schere, Leute, seht ihr, kann man hier eben die ganzen Leaves abbauen. Und kriegt halt so super schnell. Ich glaube, es ist die schnellste Möglichkeit so im Early Game, um möglichst viel von diesem kompostierbaren Zeug zu bekommen. Weil wenn wir das jetzt hier in unseren Kompost reinballern. Hier, jetzt kommt einmal das Oak Barrel hin, einfach dann die Jungle Leaves rein. Komplett. Einer fehlt noch, da tun wir noch ein Sapling drauf. Aber so seht ihr, bekommt man eben am schnellsten, kann man so kompostieren machen. Das kompostiert es durch, wird zur Erde und es ist fertig. Und ich weiß, Leute, es ist viel zu hell gerade. Ja, müsst ihr mir nicht in die Kommentare schreiben, weiß ich. Werde ich ändern. Bis zur nächsten Folge. Das wollte eigentlich nur so ein kurzes, kleines Reingeschneide sein, dass ihr nochmal ein kleines Update sozusagen habt, was hier abgeht und ihr mal bitte in die Kommentare reinschreiben könnt. Soll ich ein bisschen mehr Offscreen machen oder würdet ihr gerne komplett gerade am Anfang alles ungeschnitten oder zumindest wenig geschnitten, also Wartezeiten kann man wegschneiden, aber ich meine, wollt ihr sozusagen jede Kleinigkeit, die man baut, sehen oder soll ich einen Zeitraffer machen? Livestream wird es natürlich geben. Könnt ihr alles mal ein bisschen mitbestimmen. Und wann soll ich Livestream machen, Leute? Wie wäre es mit Mittwochabend oder mit Donnerstagabend? Schreibt es mal rein in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen wieder um 12 Uhr wahrscheinlich noch zur nächsten Folge von Minecraft Sky. Heute war nicht 12 Uhr wegen dem Craft Tech Finale. Falls ihr das nicht gesehen habt, checkt das aus. Das war
episch. Aber ansonsten gibt es natürlich jeden Tag 12 Uhr jetzt Minecraft Sky. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut und ciao.